Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil, wo wir das letzte Mal das kleine Rätsel gelöst haben, wo dann die nette freundliche Biene kam, die wir aber nicht unbedingt töten müssen, weil es einfach nur Munitionverschwendung ist. Wir müssen jetzt eh nicht mehr in diesen Raum, in diese Räumlichkeit da oben hin zurück. Wir haben Munition dabei, wir haben Heilung dabei, das Feuerzeug, wir haben die Schlüssel nicht dabei, ich Idiot. Die müssen wir natürlich noch mitnehmen, sonst hat das Ganze wenig Sinn. Aber dann können wir auch gar nicht wirklich viel mitnehmen. Das ist wirklich höchst ärgerlich. Wir brauchen dringend ein größeres Inventar. Ich lege die beiden Sachen erstmal ab. Ich einen Kanister gefunden habe, der in relativer Nähe ist. Und dann werden wir die Sache wieder angehen mit dem Verbrennen. Das ist jetzt Quatsch, die ganze Zeit zwei Slots zu verschwenden. Jetzt haben wir hier hinten noch den Raum. Und dort war auch noch eine verschlossene Tür. Bin mir nicht sicher, ob wir da den Helmschlüssel brauchen oder den Rüstungsschlüssel. Ein Helmsymbol. Gut, dann sind wir jetzt hier. Schade, dass man die Karte nicht so bewegen kann an sich. Dann sind wir jetzt hier fertig. Dann müssen wir wiederum dahin zurück. Okay, okay. Ja, ich habe aus Versehen gedrückt. Dann sind wir hier durch. Müssen wir komplett einmal rumgehen. Dann jetzt gleich um die Ecke. Und dort haben wir noch einen Raum, der quasi in der Mitte des Flures ist, wo wir noch nicht waren. Dieser Raum hier. Ich habe da irgendwie noch so eine Erinnerung an diesen Raum, die nicht so positiv war. Da war doch irgendwas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das nochmal war. Das war so ein bestimmtes Rätsel. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Bestätige Nein. War doch nicht so rum. Muss man die in einer bestimmten Reihenfolge? Der schlafende Musketier. Der schlafende Musketier. Und hier wird wahrscheinlich auch dasselbe stehen. Was haben wir denn hier? Soll das die Anordnung sein? In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und sie können es nicht erreichen. Nur wie hat man das Rätsel da oben zu deuten? Das eine Bit ist rot, das ist der Schwertkämpfer. Der Schwertkämpfer und das Schild. Träger. Wollen wir das mal so versuchen?
Schwertkämpfer. Jetzt kommt der Schildträger wieder vor. Das habe ich mir gedacht. Und jetzt den Schildträger. Oder wie soll man das denn sonst deuten? Muss man das hier in dieser Reihenfolge machen, weil der Schildträger und der Schwertkämpfer sind rot. Die anderen sind wiederum nicht rot. Was haben wir denn da? Schild, Axt, Schwert, Lanze. Schild. Die Lanze, also diese Picke, dann das Schwert und dann die Axt. Oder irgendwie überhaupt nicht so rum. Vielleicht jetzt Schwert und dann als letztes der Schildträger. Es ist knifflig. Wie hatten wir das jetzt? Dann musste das jetzt und dann der Schildträger. Müssen alle wieder in ihre Form rein, ist die Frage. Ach, das ist doch Mist. Ich weiß nämlich, was passiert, wenn das falsch ist. Und deswegen werde ich jetzt auch mal speichern. Und ihr werdet das dann sehr wahrscheinlich sehen, was ich damit meine. Da ich die letzte Folge noch nicht gespeichert habe, sollte ich das jetzt mal tun. Aber ich will das Rätsel jetzt auch lösen. Wäre es jetzt nur so was Normales, wo ich wüsste, das wäre ein Kampf, dann würde ich das riskieren, aber das wäre auf jeden Fall etwas, was dort passiert, dass wir auf jeden Fall tot wären. Wenn wir tot sind, müssen wir beim letzten Speicherpunkt beginnen, also wo wir gespeichert haben, weil es keine festgelegten Speicherpunkte mehr gibt. Nicht wie bei The Evil Within oder anderen Spielen. Deshalb gehe ich lieber mal auf Nummer sicher. So, und dann schauen wir uns das ganze Rätsel nochmal an. Ich weiß nicht so recht, wie ich das deuten soll. Da sind zwar Bilder angezeigt und Schwertkämpfer und Schildträger sind andersfarbig markiert. Aber vielleicht übersehe ich irgendwie den wichtigsten Hinweis. Wir werden es jetzt erfahren. Ja, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Wir kriegen auch so keine Information, wenn ich hier draufklicke, und da steht halt nur diese Einbuchtung, bla 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 bla. Ist ja nichts Neues. Ich füge jetzt mal den Schildkämpfer hinein und dann den Schwertkämpfer.
Okay, das passiert automatisch und jetzt versuche ich es. Ja, das war es nicht. Wir sind auch fast tot. Ich werde das definitiv neu laden. Ich werde das aber jetzt versuchen, bis wir das schaffen. Und dann den richtigen Weg laden. Vielleicht müssen Schwert und Schwertkämpfer auch draußen bleiben und die anderen müssen rein. Schieben wir jetzt mal den hier rein. Und dann den Axtkämpfer. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Das war auch nicht der richtige Weg. Vielleicht müssen wir wirklich das so machen, dass alle rein müssen. Wir müssen schauen, in welcher Reihenfolge. Unser Gesundheitszustand ist jetzt wieder gut, da ich jetzt schnell gehandelt habe. Ja, wir wissen's. Ja, das ist noch wirklich knifflig hier. Aber weiter seitlich können wir die Dinger nicht verschieben. So, Schild fügen wir ein. Dann fügen wir Axt ein. Okay, das hat wenig gebracht. Das bringt auch sehr wenig. Dann fügen wir nochmal. Wenn wir Schwert einfügen, geht auch Schild rein. War das nicht vorhin so? Schild und Schwert sind drin. Jetzt dürfte dann wiederum Schild rausgehen. Wir können die auch nur in die eine Richtung verschieben. So bringt das gar nichts. Es geht nur so rum. Komm schon. Also momentan hat das alles recht wenig Sinn. So, dann fügen wir mal Schild ein. Es ist so eine Axt draußen. Und wenn wir Axt reinschieben, gehen die anderen Seiten wieder raus. Es ist doch jetzt Schild einfügen. Ist aber auch immer blöd mit dem Laufen, mit der Kamerasicht und so weiter. So, jetzt Schild einfügen. Schwert geht rein. So wäre es richtig, oder? Wenn ich jetzt drücke. Okay. So wäre das richtig. Jetzt die Frage, sollen wir das neu laden? Besser wäre es eigentlich. Ich lade es nochmal neu. Es ist zwar nur eine Kräutermischung, aber die kann man sich auch sparen, sage ich mal. Also wenn Schwert und Schild draußen sind als die einzigen beiden, da muss man Schild reinschieben, dann geht Schwert auch hinein. So merke ich mir das jetzt. Tut mir leid, wenn wir das jetzt nochmal machen, aber sicher ist sicher. Na, jetzt habe ich die Farbbänder nicht weggetan. Das ist natürlich das Blöde, wenn man speichert, braucht man die Farbbänder. Und man
Man hat die natürlich nach dem Laden immer noch im Inventar. So. Den einen Schuss laden wir auch mal nach. Soll ja alles seine Ordnung haben. Dafür hat diese Folge dann definitiv ein paar Minuten Überlänge, weil wir jetzt dieses Hin und Her hatten. Wäre ja schade drum. Aber ich wollte halt einfach auf Nummer sicher gehen. So, jetzt lösen wir das blöde Rätsel nochmal. So. So. Und so. Jetzt, wo man es weiß, ist es total simpel. Nur, was ist das, was wir bekommen? Ein rätselhafter Kasten. Schmuckkasten. Der kommt mir ja sowas von gar nicht bekannt vor. Es muss einen Weg geben, diesen Kasten zu öffnen. Jetzt ist das Öffnen auch noch ein Rätsel, oder was? Da ist ein Schalter, bestätigen. Ja. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Anscheinend sind sie gescheitert. Ja, es gibt doch einen Weg. Wieder sind wir gescheitert. Dann mal hier. Dann mal da. Dann mal die Seite. Nee. Dann halt machen wir das mal so rum. Hier die Seite. Da ist ein Bild von der Sonne und Mond auf dem Teller steht. Sonnenlicht weckt mich. Also müssen wir die Sonne zusammenkriegen, diese Herzen. Ja, ich will jetzt, dass das scheitert, dass wir das nochmal neu machen. So, und dann das. Und dann das hier. Okay. Es befand sich eine Maske darin. Todesmaske. Ja, sehr beruhigend. Keine besonderen Merkmale. Da ist doch was Rotes da. Eine Todesmaske ohne Augen, Nase oder Mund. Wir wissen ja, wo wir diese einfügen müssen. Was hat das mit den Roten da auf sich? Keine Ahnung. Aber wir wissen, wofür wir die Maske brauchen. Und zwar für den Hof. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Abschnitt. Hier sind wir ja auch fertig. Wenn wir jetzt hier noch um die Ecke gehen, haben wir noch eine Tür, die rot markiert ist. Eventuell können wir auch dort lang gehen. Wir müssen es mal probieren. Ansonsten ist hier hinter uns nur noch ein Raum mit einem mit einem Helmsymbol. Da kommen wir aber momentan noch nicht hin.
Wie ich bereits erwähnt habe, sind wir jetzt immer ein bisschen vorsichtiger. Wir haben unsere Rüstungsschlüssel verwendet. Und dieser Gang führt uns wieder zu vielen anderen Wegen hin. Also wieder in andere Räume. Da bin ich ja mal gespannt. Normalerweise sind wir jetzt am Ende, aber ich mache noch ein bisschen Überlänge. Oh! Richard! Was ist passiert? Du bist wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Wir müssen jetzt Serum für Richard holen. Aber wo? Da haben wir Serum im Erdgeschoss. Wir sind im Obergeschoss. Das ist jetzt blöd, das Bild da, was das Bild da hängt. Ich sehe ja gar nicht, wo wir da hinkommen. Von wo aus. Am besten wäre es jetzt durch den... Moment mal, wir gehen jetzt hier links raus, in den Hauptsaal. Dann gehen wir die Treppe runter. Gehen in den Essraum. Von dem Essraum kommen wir direkt die gegenüberliegende Tür. Und ich weiß, ich sehe leider nicht, ob da eine Türe ist oder nicht. Weil dieses blöde Symbol uns da im Weg ist. So, wir gehen jetzt hier lang. Gehen durch den Hauptsaal runter ins Esszimmer. Ich hoffe, ich liege richtig. Ich glaube, wir müssen das Ganze hier auf Zeit machen. Und jetzt in den Esssaal. Ich hoffe, wir hätten nicht oben lang gemusst. Jetzt hier und direkt die gegenüberliegende Tür, wo wir auch leider noch nicht waren. Nein, die ist von der anderen Seite verschlossen. Mist, und da liegt so ein Zombie mit Krallen. Wie kommen wir denn da hin? Durch den Gang kommen wir wieder runter. Oben. Das ist ja blöd. Das heißt, wir müssen hier, wir sind hier im Endeffekt richtig. Wir müssen jetzt hier links die Ecke rum, da wo die Raben waren, da müssen wir da hoch. Wenn wir oben sind, rechts. Wir versuchen es mal so. Der Zombie wird bestimmt aufstehen. Ich glaube, die werden zu diesen Viechern, wenn man die nicht verbrennt. Oh Mann, oh Mann. Die Folge hat nicht nur Überlänge, sondern auch noch Spannung. Das ganze Spiel ist eine Anspannung. Anderen Seite aus verschlossen, das kann doch nicht sein. Oh, fuck. Wir sind komplett falsch gegangen. Ein riesen Umweg. Sind wir jetzt hier richtig? Ja, hier und dann wieder rechts.
wieder rein. Sollten wir vielleicht direkt mal die Tür entsichern. Das klingt ja super. Können ihn auch nicht verbrennen jetzt. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Wir haben keine Zeit. Hier sind wir doch direkt richtig. Oh Mann, oh Mann. Sind wir auch richtig? Ist das das Serum? Ja, ja. Wir haben aber jetzt kein Farbband dabei. Ein zerwühltes Bett. Serum mitnehmen, super. Wir legen schnell mal die Maske hier ab. Die brauchen wir jetzt nicht. Hier haben wir auch kein Branddingens, dass wir jetzt wenigstens die Zombies verbrennen könnten. So ein Mist aber auch. Ist da hoch? Wieder durch Esszimmer. Okay, das schaffen wir alles. Das ist kein Thema. Nur wir können uns hier leider nicht wirklich umschauen. Und oben ist auch noch ein Zombie. Und ich weiß nicht, ob der Zombie hier unten jetzt aufsteht. Wir jetzt hier lang oder? Ne, genau die andere Richtung. Wir müssen also an dem vorbei. Ach komm schon. Wir haben jetzt keine Zeit für dich. Wir müssen denen das Serum bringen, bevor er an der Vergiftung stirbt. Eine satte Überlänge. Jetzt aber schnell. Hier entlang und dann direkt die nächste Türe rechts. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Oh Mann. Er ist bereits tot, ein tragisches Ende. So ein Mist. Er sagt, er wurde von einer Riesenschlange angegriffen. Das ist natürlich super. Dafür sollten wir die Schrotflinte mitnehmen. So ein Mist. Kamen wir jetzt zu spät. Ein Ticken schneller hätten wir sein müssen. Ich weiß gar nicht, hätte man den retten können? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich meine schon, dass man den hätte retten können. Wenn ich an diese Sache hier so... Was?
Dann kommen hier immer mehr Zombies, so dass sie die Türen öffnen können. Nachladen. Und dann komm doch. Der ist tot, aber das ist doch nicht der, den wir den Dolch in den Kopf gehauen haben. Das wäre ja heftig, würde der uns so weit folgen. Ist auf jeden Fall sehr schön, wieder dieses Spiel zu spielen. Der Gruselfaktor ist sehr groß. Jetzt tausche ich mal die Schrotflinte mit der Knarre aus. Oder halt umgekehrt. Die Knarre mit der Schrotflinte. Denn wenn wir gegen die Schlange kämpfen müssen, brauchen wir härtere Mittel. Das Serum brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber Heilkräuter sollten wir schon mitnehmen. Und wir werden jetzt auch erstmal speichern, denn wir sind jetzt schon ganz lange eigentlich schon am Ende einer Folge. Ich werde jetzt auch erstmal leider die Aufnahmesession beenden müssen. Ist schon relativ spät geworden. Aber ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei Resident Evil. Und dann, wenn wir sehr wahrscheinlich gegen die Schlange kämpfen werden. Und wie immer, könnt mir doch gerne einen Daumen hoch da lassen. Und bis dahin, tschüss.